Und so kannst du dann einfacher Tore per Flanken vorbereiten. In diesem Tutorial zeigen wir dir, wie du in EAFC 24 einfacher Tore per Flanken vorbereiten kannst. Das brauchst du eben für viele Aufgaben. Fangen wir mal zunächst bei der Steuerung an. Standardmäßig macht man eine Flanke mit Viereck, also bei der PlayStation zumindest. Es gibt aber auch viele weitere Möglichkeiten für Vollspannflanken, hohe Flanken, flache Flanken oder auch flache Vollspannflanken. Wie genau die alle gehen, siehst du jetzt hier eingeblendet. Wir konzentrieren uns in diesem Tutorial aber vor allem auf die normale Viereckflanke. Damit das Ganze in-game besser funktioniert, sollten die Spieler, die die Flanke schlagen, natürlich am besten gute Pass- und besonders eben gute Flankenwerte haben. Die Stürmer, die das Tor dann machen sollen, brauchen natürlich einen guten Abschluss bzw. gute Volley- und Kopfballwerte. Das ist eben schon mal die Grundlage. Okay, jetzt starten wir endlich mit den Tipps fürs Gameplay. Das Wichtigste ist unserer Meinung nach die Position, wo du die Flanke schlägst. Wenn du circa von der Eckfahne aus flankst, ist die Wahrscheinlichkeit für ein Tor ziemlich gering und die meisten Bälle können geklärt werden. Wir empfehlen dir daher auf jeden Fall schon im Strafraum zu sein und dann nur relativ locker zu flanken, also die Taste nur kurz anzutippen. Der Ball ist dann nicht so lange in der Luft und für die Verteidiger bzw. deinen Gegner deutlich schwieriger zu verteidigen. Schreib uns doch jetzt gerne mal einen Kommentar, warum du dir eigentlich gerade dieses Video ansiehst, das würde uns sehr interessieren. Wenn du etwas Platz hast, kannst du auch gut von außen auf den Torwart zulaufen. Gerade schwächere Gegner kommen dann sogar raus mit dem Torwart, sodass das Tor komplett offen ist und der Stürmer den Ball ganz einfach reinmachen kann. Allgemein bietet es sich an, solche Tore vor allem gegen schwächere Gegner zu machen, also versuch am besten erstmal überhaupt in Führung zu kommen und konzentriere dich dann auf die Flanken, wenn du merkst, dass du etwas überlegen bist. Wenn wir dir helfen konnten, freuen wir uns natürlich über ein Like und schau auch gerne mal auf unserem Kanal vorbei. Hier findest du noch viele weitere spannende Videos. Bis zum nächsten Mal.